an alle Zuschauer, Kunden und Facebook-Freunde. Ich bin der Admin, 100% begeisterte Star Wars-Fans. Als Admin möchte ich doch alle begrüßen, Kunden, Facebook-Freunde und normale Zuschauer. Wie man unschwer erkennen kann, Star Wars. Star Wars 2015 war ein super Erfolg. Auch für uns hier beim Sondersender Nordrhein-Westfalen Ultra HD VIP TV. Anmerkung: Wir hatten natürlich eine Menge vor. 13, 14 hatten wir den großen Aufruf gestartet. Viele kamen zum Casting, viele waren vor laufender Kamera. Aber wir mussten leider feststellen, dass da nichts war, was man hätte nutzen können. Es ist nicht so einfach, weil viele der Meinung sind, sind große Stars und keiner kennt die. Wir haben es also versucht und somit sagen wir Stopp, Stopp. Ich als Admin, ich als Geschäftsführung sage Stopp, wir machen was völlig Neues. Wir machen es zwar immer noch, aber wir machen es völlig neu. Da 2015 ein super Erfolg war, auch hier 100% begeisterte Star Wars Fans sind meiner Meinung bei Facebook. Ob wir jetzt eine neuartige Webseite, App, wir wissen es nicht, weil die Elektronik wird ja tagtäglich geändert. Ich bin vor 1990 und nach 1945 geboren. In den 70ern war ich Jugendlicher und gehörte zu diesen Monster-Pixel-Vätern. Und ab 1995 habe ich dann diese Welt der neuen Elektronik reichhaltig verkauft. Ich war stolzer Besitzer der ersten PS. Sony kam, Nintendo, Virtusoft, Kingsoft und das Sega-Haus am Piccadilly Place in London. Genial. War eine wunderschöne Zeit. Wir schreiben jetzt aber das Jahr 2016. Wir sind jetzt bei Rogue One, Star Wars. Das gute Stück ist abgelaufen. So, dieser Videoclip hat jetzt einen Grund, weil wir Lizenznehmer von Disney sind. Disney-Produkte verkaufen wir nicht. Da aber wirklich seit 1977 wirklich involviert und als Darth Vader Promotion 77 und 1999 in Iserlohn, alle die sich daran noch erinnern, und in Dortmund, das große Show. So, jetzt als Geschäftsführung und als Admin ist die Idee weiterhin gewachsen. So, weiterhin gewachsen. Wir haben also Special Effects hier. So, die Idee bleibt ab sofort nur noch September bis Dezember jedes Jahr wird in den hinteren Räumen hier im Shop, es wird auch videotechnisch aufgenommen für die Leute, die nicht vorbeikommen können, waren ja schon viele hier, in den hinteren Räumen wird eine Ausstellung sein von Star Wars, Rücksprache gerade mit Disney, Disney ist und bleibt ein USA-Produkt, das Resort, was Harrison Ford vorgestellt, wird natürlich jetzt kräftig gebaut, wird dann Ende 16, 17 auch zugänglich, aber leider nur in den Staaten. In Europa, wenn wir Glück haben, ab 2020, so Disney, gerade am Telefon. Das geht uns aber nichts an, weil da haben wir nichts von. Wir können da hinfahren und gucken. Wir sind und wir bleiben der Sondersender Nordrhein-Westfalen, Ultra HD Web TV und das hier die elektronische Tante Emma als Shop. Das bleibt alles hier vor Ort. Also wir sind der erste Fernsehsender online, wo man auch reingehen kann. Ja? Und wer Lust und Laune hat, kann auch seinen Beitrag machen und so weiter und so fort. Aber wir haben festgestellt, dass YouTube und Facebook den Y-Generation gehört. Die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 35. Da hat meiner einer mit 60 überhaupt nichts zu suchen. Auch wenn er, wie gesagt, von den Pixelvätern kommt, der wirklich mit Virtusoft, Kingsoft, Sony, Nintendo, Sega, Microsoft zu tun hatte, ist out. So, weil ich out bin, bin ich trotzdem der Administrator, der Admin von 100% begeisterte Star Wars Fans. Und wie gesagt, hier kann man Figuren kaufen, Figuren ansehen und mitmachen. Man kann hier mitmachen, ist richtig. Es wurden viele angesprochen, die halt nur mit Figuren leben oder von Figuren leben oder Figuren herstellen.
Wir hatten uns alle hier von Horrorklassik bis Star Wars, Lizenz und so weiter, aber es klappt nicht. Sie sind der Meinung, dass wir dadurch mehr Umsatz machen wie sie selbst. Und deswegen klappt das nicht. Meine lieben Freunde, ich kann jetzt nicht hergehen hier und irgendwelche Figuren herstellen. Ja? Bin ja froh, wenn ich solche zur Verfügung bekomme, die ich dann auch verkaufen kann oder ausstellen kann. An alle Eltern, natürlich geht es nicht. Also wir verkaufen hier keine Ware für Kinder. Die Herrschaften da oben kosten richtig Geld. R2-D2 da oben, der funktioniert richtig, der spricht richtig und so weiter. Dann haben wir natürlich da hinten daneben noch den Yoda, der auch spricht. Ihr kennt das ja alles. Wir brauchen das alles nicht vorstellen. Bei YouTube sieht man es. Wir fragen uns gerade, gleich haben wir so ein Brainstorming nach diesem Videoclip, ob wir eine Website machen sollen, ob wir selber ein soziales Netzwerk hochfahren sollen, wie früher. Wir hatten so eins. Ning.com und die, die sich noch daran erinnern, an undu.de Community. Dass wir keinen Fernsehen mehr machen auf 98,5 Astra Digital, ist auch klar. Das kostet alles horrendes Geld. Und wenn man erkennt, dass die Y-Gesellschaft zwischen 15 und 35 gar kein Interesse hat an die Vergangenheit, also an den Ursprung, an die Ursprungsväter, sich noch nicht mal erkundigen, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, diese ganzen Pixelmonster. Wenn meine Tochter, die 14, die an dem Computer sitzt und sich Assassins anguckt und so weiter, also mit Ubisoft zu tun hat, muss schon sagen, wenn ich ihr dann zeige, wenn ich ihr dann zeige, die ganzen Pixelmonster und dieses Gerät und auch dieses Pink, die schaut mich an, ja, weil das habt ihr gehabt, ja, das haben wir gehabt. Ich schweife aus, also, Star Wars Freunde, September bis Dezember, jedes Jahr, vor Ort, hier in diesem Shop, einen kurzen Clip. Die Frage lautet nur, ob wir eine Website machen und ob wir ob wir irgendwas machen. Also jedenfalls, vor Ort kann man die vier Figuren bekommen, von September bis Dezember. Wir hatten das große Glück jetzt, bis Februar sogar. Bis Februar wurden uns hier die Figuren abgekauft, deswegen kann ich nur die jetzt hier eben zeigen, die. Und die kleine Variation. Es gibt ja auch noch die große Variation und die ganz große Variation ist ja weg. Wir haben also nochmal mit Disney gesprochen, wie gesagt, und Disney hat uns bestätigt, mit 1 bis 3 haben die gar nichts mit zu tun, weil 1 und 3 gehört woanders hin. Ab 4 bis unendlich gehört Disney. Deswegen bekommt man auch bei Disney keine Figuren von 1 bis 3, sondern man bekommt nur die Figuren von 4 bis 6 in einer riesen Verpackung und natürlich 7 in einer großen Verpackung. Dieses Video wird auch wieder zu lange, aber das ist die Ansage. Das ist ein Einstiegsvideo für September, Dezember. Jedes Jahr. Wir schreiben jetzt Anno Knack 2016. Wir sind seit 1977 dabei, machen jetzt aber seit 2015 das mit den mit der Mini-Ausstellung, mit den Figuren und so weiter und so fort. Und wir werden einen Videoclip sicherlich machen, wo auch Leute sprechen werden, da wir festgestellt haben, dass Zulieferer, also für uns ist Facebook ab sofort eine elektronische Krankheit. Wir ernennen Facebook zu elektronischen Diabetes. Wer zu viel mit Zuckerberg zu tun hat, leidet an dieser elektronischen Diabetes. Denn es macht keinen Spaß mehr, bei Facebook irgendetwas sich anzuschauen. Wir haben uns angesehen, wie die Köpfe abgeschnitten wurden, abgesägt wurden, abgehackt wurden, abgesprengt wurden. Von morgens bis abends Asyl, von morgens bis abends Islam. Wir sind Star Wars Fans, wir mögen es. Meiner einer ist ein Space Cowboy, ich mag das, diesen Hut, ihr wisst schon, diesen Space Cowboy. Ja, ich komme nochmal aus der Welt des Films und da werde ich auch bleiben. Da ich aber jetzt mein Alter habe, werde ich natürlich ein bisschen zurücktreten, sofern ich Jüngere finde. Werde ich die produzieren. Also die Jüngeren werde ich sicherlich produzieren, da ja alles da ist, aber ich selber sicherlich nicht. Ich habe es versucht, ich habe mit einem gesprochen, habe festgestellt, es bringt nichts, weil man sofort als Konkurrent gesehen wird, weil jetzt haben wir ja Amazon, eBay und so weiter und so fort. Das sind alles Konkurrenten.
So, ich höre in der Ferne da die Maschine laufen und ich frage mich, warum läuft die? Da hat irgendeiner Mist gebaut und da muss ich jetzt schnellstens hin. Ich begrüße euch, wie gesagt, total recht herzlich hier in der Videogang. In 100% begeisterte YouTuber und Star Wars begeisterte und natürlich hier im elektronischen Shop bei Nordrhein-Westfalen. Und die Sendung und so weiter könnt ihr ja bei YouTube sehen, bei Facebook sehen, aber wie gesagt, Verkauf und Ausstellung von September bis Dezember. We love Star Wars. We love Star Wars. So, die wird jetzt gleich geknackt. Die Figuren werden ins Schaufenster gepackt, weil die große Ausstellung ist ja da. Es sind genügend Figuren da zum Kaufen, aber nur September bis Dezember. Und von Januar bis kurz vor September kann man sich die anschauen, sprechen, im Notfall auch vorbestellen. Ist überhaupt kein Thema. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid weiterhin Star Wars begeistert und ihr macht weiterhin so wunderschöne Videoclips, damit ich, alter Mann, mir die auch ansehen kann.